أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister im Islam, Hadith der Woche. Das letzte Mal war das im Ramadan. Ich hatte aber auch erklärt, dass wir nicht jede Woche schaffen werden. Der Bruder, mit dem wir das machen, Medina, auch viel zu tun hat und wir auch hier vor Ort viel zu tun haben. Aber Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla erlaubte uns diesmal ein Hadith der Woche euch mitzugeben mit Erklärung, mit einer Zusammenfassung einer Erklärung, da wir jetzt nicht schaffen, die ganze Erklärung mitzugeben. Und die Erklärung nehmen wir heute von Sheikh Abdul Razak al-Badri. Und der Hadith ist bei al-Bukhari, bei Kitab al-Iman, Alamat al-Iman, Hubb al-Ansar. Der kommt unter den Kapitel oder unter den Titel, die Zeichen des Iman ist, oder das Zeichen des Iman ist, die Liebe zu den Ansar. Anas radiallahu anhu berichtet über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Ayatul Iman, die Zeichen für Iman ist die Liebe zu den Ansar. Und Ayatul Nifaq, die Zeichen für die Heuchlerei, ist das Hassen oder das Nichtlieben der Ansar. Ein Hadith, wie gesagt, bei Sahih al-Bukhari. Und der zeigt den Vorzug der Ansar und der Sahaba im Allgemeinen. Weil der Sheikh erklärt auch im in den Scharh, dass natürlich auch die Muhajirun mitgemeint ist, aus Grund anderer Beweise, die wir haben, aus dem Koran oder aus der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und warum werden, liebe Geschwister, hier die Ansar erwähnt? Natürlich, weil die Ansar waren diejenigen, die zweimal Treuschwur geleistet haben zum Propheten alaihi salatu wasallam, oder halt zweimal gab es eine Bayah, wo ein Teil der Ansar war und danach ein größerer Teil der Ansar da war. Und die erste Treuschwur, sagen die Gelehrten, die Treuschwur, die Bayah des Tauhid, wo die den Tauhid akzeptiert haben und die Religion. Und die zweite Bayah, die zweite Treuschwur, war die, wo die die große Hilfe zugesprochen haben und auch geleistet haben. Die Ansar radiallahu anhum, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und natürlich ist das, sagt der Sheikh hier, Ayatul Iman. Das Wort Ayah bedeutet hier Dalil, Burhan, Beweis für Iman. Beweis, dass Iman da ist, dass du Iman hast, ist die Liebe zu Ansar. Und die Liebe, sagt er, ihr Platz ist was? Ihr Platz ist was? Nämlich im Herzen. Die Liebe entsteht im Herz. Sie entsteht im Herz. Und die Liebe zu diesen Leuten ist ein Zeichen dafür, dass du Iman zu Allah subhanahu wa ta'ala hast. Dass du Iman in der Religion besitzt. So sagt der Gesandte, Ayatul Iman, Anzeichen, Beweis für Iman ist die Liebe zu den Ansar. Und die Muhajirun, wie der Sheikh auch erklärt. Und wir werden auch laut anderen Ayat sehen, dass das auch so ist. Und er sagt, der Beweis, das Anzeichen für die Heuchlerei ist, dass man diese Leute, diese Gefährten nicht liebt. Und das ist, liebe Geschwister, worüber man sich Gedanken machen muss und verstehen soll. Liebe der Ansar, die Liebe zu Ansar, zu den Muhajirun, zu diesen Sahaba ist wichtig im Islam, dass wir sie lieben, dass wir versuchen, sie zu folgen, nachzuahmen, zu glauben, wie sie geglaubt haben, umzusetzen, wie sie umgesetzt haben, so viel wie wir können. Natürlich wirst du nicht dieselbe Stufe der Sahaba erreichen, aber nehme sie als Vorbild, kenne sie, lernen, wisse über sie Bescheid. Ja, lies ihre Geschichten, lies ihr Leben und versuche zu verstehen, wie sie verstanden haben. Weil das sehr wichtig ist. Weil das sehr wichtig ist, liebe Geschwister. Und das ist ein, wenn du diese Liebe in deinem Herzen hast, das ist ein Zeichen für Iman. Das ist ein Zeichen für Iman. Und wenn wir sagen, Liebe im Herzen, so, man muss nicht falsch verstehen, dass das ein Wort bleibt. Ja, ich liebe sie, ich liebe dich. Wie man sagt zu vielen Leuten, ich liebe dich für Allah. Aber meint das gar nicht. Liebe entsteht im Herzen. Und das, was im Herzen entsteht, spiegelt sich nach außen. Das spiegelt sich in unsere Taten, liebe Geschwister. Und das Wort Ayah, viele kennen das aus dem Koran, man sagt Ayatul Quran. Aber viele kennen das Wort Ayah und sie übersetzen, sie würden sagen, wie Beweis, hier steht doch Ayah. Aber Ayah bedeutet, viele kennen die Übersetzung als Vers. Dass man das Wort Ayah mit Versen übersetzt, ist fraglich, so wie Sheikh Hassan uns auch erklärt hatte, in einem Dars, das ist sehr fraglich. Das kann man nicht so einfach machen, weil Versen kommen in Gedichten vor, der Koran ist kein Gedicht. Und Ayatul bedeutet, liebe Geschwister, wie der Sheikh auch sagt im Scharh, Sheikh Abdul Razak al-Badri, Alamat oder Dalil, Burhan, diese Bedeutung hat es. Natürlich im Zusammenhang des Hadith, aber auch, wie gesagt, im Koran kann man nicht sagen, dass wenn wir sagen, die Ayah bedeutet dieser Vers, ja, oder diese Strophe. Ja, das ist keine reine Übersetzung, geschweige Strophe, aber dass man sagt Vers. Normalerweise Ayah, Allahu Alam, auch diese Ayah, die wir im Koran haben, sind keine nur reine Versen, das sind auch Wunder, liebe Geschwister. Wallahu ta'ala wa'alam, wie gesagt, zu diesen Sachen, damit einer sich da nicht vertut,
Sagt der Sheikh, Ayatul Iman bedeutet Dalil für Iman. Der Beweis für den Iman ist die Liebe zu den Ansar. Und der Beweis für die Heuchlerei ist das Nichtlieben der Ansar, das Hassen der Ansar. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, weil dieser Hadith kommt unter einem bestimmten Kapitel, nämlich Hubbu lillah wa bughdu fihi. Die Liebe, das zu lieben, was Allah liebt, und das nicht zu lieben, was Allah nicht liebt, was er nicht liebt. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Surah 9 in Ayah 100, وَالسَّابِقُونَ أَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوا بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einer Ayah, in einem Teil der Ayah, und die Vorausgehalten, der Ersten von den Auswanderern und der Helfer und denjenigen, denen auf der beste Weise gefolgt sind, Allah ist wohl zufrieden mit ihnen und sie sind zufrieden mit ihm. Allah subhanahu wa ta'ala spricht seine Zufriedenheit aus für diese Gefährten. Und das, was Allah zufrieden setzt und Allah automatisch liebt, das müssen wir auch lieben. Das ist Lieben für Allah und nicht Lieben für Allah. Das bedeutet, deswegen liebe ich, weil was sucht der Gläubige in seinem Leben? Der Gläubige, der Mu'min, der Muslim, der sucht Zufriedenheit gegenüber Allah, dass er Allah zufriedenstellt. Damit haben Yom al-Qiyamah zu dir gesagt, Udkhul fil Jannah, geh ins Paradies hinein. Und das ist das, was wir verlangen, was wir haben wollen. So, hier hast du eine Gruppe von Menschen, die Allah zufriedengestellt haben und Allah die Zufriedenheit ausgesprochen hat im Koran, in seinem Wort. In Kalamullah sagt zu dir, ich bin zufrieden, Allah ist zufrieden mit den Sahaba, mit den Muhajirun und den Ansar. Das ist auch ein Beweis, was wir gesagt haben. Natürlich, die Muhajirun sind hier mit einbezogen, auch wenn der Hadith nur die Ansar erwähnt. Heißt, willst du Allah zufriedenstellen? Folgt diese Menschen. Sie haben das gemacht, was Allah zufriedengestellt hat und was Allah sehen wollte. Deswegen, liebe Geschwister, es ist wichtig für uns, wenn es heißt, Ayatul Iman, Hubbul Ansar, die Anzeichen für Iman, der Beweis für uns, die Liebe zu Ansar, diese Ansar, die Ansahaba, radiallahu anhum, allgemein zu lieben und versuchen zu folgen, zu glauben, wie sie geglaubt haben und das zu tun, was sie taten. Natürlich werden wir nicht die Stufen dieser Leute erreichen und vielleicht auch nicht die Größe ihrer Taten. Aber wenn du die als Vorbild nimmst, hast du einen guten Ansatz. Und das ist, was man hier geben muss. Und wichtig ist, die Sache zu verstehen. Was ich den Leuten auch immer sage und mitgeben möchte, ist, es geht sich nicht, dass du die Sahaba radiallahu anhum folgst, indem du es versuchst, nur nach Äußerlichen zu bewerten. Nein, vielmehr die innere Taten, die innerlichen Taten, die geschehen, dieses Benehmen gegenüber Allah, was sie hatten, wie sie geglaubt haben, wie sie die Religion umgesetzt haben, das ist wichtig. Es geht sich nicht nur um die Äußerlichkeit. Immer das, was du in deinem Herzen hast, willst du sowieso nach außen spiegeln. Deswegen versuch, das Innere zu reinigen, das Innere zu bearbeiten, das Innere aufzubauen, damit auch nach außen ein schönes Spiegelbild oder ein Bild erscheint. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Weil wenn du nach außen etwas vorgibst, aber es innen nicht vorfindest, dann ist diese Sache nicht schön. Ja, dann ist diese Sache nicht schön. Wenn du jetzt eine Sache nimmst, eine Frucht, die von außen sehr schön aussieht und die dann aufmachst, ja, du nimmst die Schale, sieht so schön, eine Orange, die sieht so orange und so schön und schmeckt und riecht, und du nimmst die Schale ab und da drin sind Würmer. Ach, das wirst du nicht essen, das wirst du nicht nehmen zu dir. Genauso aber ein Muslim, wie sollen wir den Bruder, die Schwester, wie soll man von denen akzeptieren, nehmen, wenn sie von außen etwas hergeben, aber von innen nichts zu finden ist. Deswegen, die inneren Taten sind sehr wichtig. Die inneren Taten, die Allah von uns verlangt, sind sehr wichtig, dass wir sie, liebe Geschwister, aufbauen, umsetzen. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Und darin sollst du auch die Sahaba folgen. Ja, du sollst, wenn du ein Kleid nimmst und du willst das Kleid des Sahaba nehmen zu dir, nimm das, was dein Herz bekleidet. Bekleide dein Herz und dann bekleidest du deinen Körper. Achi Kerim. Und Uchti Fillah. Deswegen, liebe Geschwister, wichtig zu wissen, Anzeichen für Iman, Beweis für Iman, die Liebe zu Ansar. Beweis für Heuchlerei, Beweis für nicht wahren Iman, ist das Nichtlieben der Ansar. Wie manche Gruppen es tun und die Sahaba, radiallahu anhum, allgemein, einen großen Teil von denen ablehnen oder beschimpfen über sie, lügen über sie, Geschichten erzählen und lügen, achi. Und Wallahi, sie werden das vor sich sehen am Yom al-Qiyamah. Möge Allah sie recht leiten und ihnen Verstand und Vernunft geben. Aber diejenigen, die es tun und so mit Stern, mit diesen Aussagen, die bekannt sind, egal welche Gruppen das sind, die müssen Allah fürchten. Die müssen Allah azza wa jalla fürchten. Wenn nicht, die werden sterben, sie werden vor Allah stehen und sie haben dann diejenigen beschimpft und über diejenigen gelogen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich bin zufrieden mit ihnen. Ich bin zufrieden mit ihnen. Und dann gehen die hin und das, was Allah zufrieden stellt, tadeln sie. Betadeln sie und beschimpfen es. A'udhu billah.
Und diese Menschen gibt es, auch wenn sie es bestreiten, manche von den bestreiten, manche machen es natürlich offenkundig, möge Allah Azza wa Jal sie recht leiten von ihrer Irreleitung. Und liebe Geschwister, deswegen ist es sehr wichtig für uns als Muslime zu wissen, die Liebe für die Ansar, die Liebe für die Muhajirun, die Liebe zu den Sahaba ist ein Zeichen für Iman. Ist ein Zeichen für Iman. Und das zeigt mir, der Hadith sagt mir auch, das Folgen dieser Leute ist sehr wichtig. Das Schauen zu dieser Leute ist sehr wichtig. Zu versuchen, die Religion zu verstehen, wie sie es verstanden haben. Wie sie die Religion verstanden haben. Und wie ich gesagt habe, versucht, die zu folgen und zu nachzuahmen in ihre innere Taten, den Umgang mit Muslimen zu haben, den sie hatten. Das Benehmen, versuchen zu verwirklichen, was sie uns vorgezeigt haben. Den Umgang mit den Eltern, den Umgang mit, mit der Frau, den Umgang mit dem Mann, den Umgang mit den Kindern, mit den Nicht-Muslimen, mit den Muslimen, mit der ganzen Situation. Weil das findest du in ihren Biografien. Das ist der Hadith, der bei Bukhari zu finden ist, und das ist die Zusammenfassung von dem Scharh. Natürlich kann man noch viel mehr noch zu sagen und gibt es auch andere Beweise, die da auch dazu kommen, aber ihr kennt das, Hadith der Woche, zusammengefasster Scharh zum Hadith. Barakallahu fikum, inshallah, soweit es geht, wie gesagt, kann sein, dass wir jetzt mehrmals größere Pause haben zwischen den Hadithen, aber das hat damit zu tun, dass man beschäftigt ist. Möge Allah Spar von mir, von euch annehmen und uns alle ins Paradies bringen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.